ausrennen. Jo. Der Fall Kachelmann. Der Wettermoderator wird beschuldigt, seine Ex-Geliebte brutal vergewaltigt zu haben. Er bestreitet die Tat. Seit Monaten sucht das Landgericht Mannheim nach der Wahrheit und muss feststellen, dass keine verlässlichen Tatspuren existieren. Zurück. Der 21. Prozesstag, 3 Monate nach Verfahrensbeginn. Kachelmanns Verteidiger geht jetzt ohne großes Medienaufsehen in den Gerichtssaal. Das Interesse ist abgeflaut. Nur noch wenige Journalisten sind da. Zum Beispiel die Gerichtsreporterin des Magazins Der Spiegel, Gisela Friedrichsen. An diesem Dezembertag geschieht Außerordentliches. Also für mich war der Tag, an dem der Spurensachverständige kam, das war 2 Tage vor Weihnachten, eigentlich der aufregendste und der, muss sagen, für mein Bild entscheidende. Es ist der Auftritt von diesem Mann, Gerhard Bessler, der Kriminaltechniker. Er untersuchte unter anderem das mutmaßliche Tatwerkzeug, das Messer. Das Gericht will heute herausfinden, was für Spuren Bessler am Tatort fand. Kameras sind nur vor der Verhandlung erlaubt, während des Prozesses sind jedoch Zeichner zugelassen. Zuerst referiert Kriminaltechniker Bessler ausführlich über die Untersuchungstechnik. Erst am Schluss wartet er mit der Überraschung auf. Er habe, sagt Bessler, am angeblichen Tatwerkzeug, am Messer, keine eindeutig nachweisbaren DNA-Spuren von Jörg Kachelmann gefunden. Kachelmanns Verteidiger Johann Schwenn fragt: Die Ex-Geliebte sagte gegenüber der Polizei, Jörg Kachelmann habe ihr das Messer 15 Minuten lang an den Hals gehalten. Wenn das stimmt, müssten Sie da nicht seine Spuren finden? Ja, ich müsste Spuren finden, antwortet Bessler. Doch es hat keine. Wenn an dem Tatmesser, dem angeblichen Tatmesser, also es hat eine ganz zentrale Rolle, schwere Vergewaltigung angeklagt. Schwere Vergewaltigung deswegen, weil eben ein gefährliches Werkzeug eingesetzt wurde. Wenn daran nicht die Spuren sind, die eigentlich sein müssten, wenn sich die Tat so abgespielt hätte, wie sie angeklagt ist oder wie die Frau das aussagt, dann ist doch die Sache erledigt eigentlich. Die Staatsanwaltschaft wusste Monate zuvor, dass Bessler am Messer keine DNA-Spuren von Kachelmann fand. Dennoch suggerierte sie in ihrer Pressemitteilung das Gegenteil. Die Gerichtsreporterin Sabine Rückert verfolgt den Prozess für die Wochenzeitung Die Zeit. Die Staatsanwaltschaft hat die Öffentlichkeit von Anfang an in die Irre geführt mit ihren öffentlichen Äußerungen. Sie hat das Gegenteil dessen behauptet, was Realität war. Februar 2010, 11 Uhr abends. Schwetzingen, eine deutsche Kleinstadt, eine Fahrstunde von Frankfurt entfernt. Die meisten Bewohner schlafen bereits, als Jörg Kachelmann eintrifft. Ihn erwartet die Radiomoderatorin D., die hier in einer kleinen Dachwohnung lebt. Die Frage, was genau in dieser Nacht passierte, beschäftigt das Landgericht Mannheim seit Monaten. Der Anwalt der Radiomoderatorin wird wenige Wochen nach dieser Nacht das Verhältnis zu Kachelmann so definieren. Die Beziehung hat vor über 11 Jahren begonnen. Es war ein Interview, das meine Mandantin seinerzeit mit Herrn Kachelmann geführt hat. Ich glaube, es ging auch übers Wetter. Und im Rahmen dieses Interviews hat man sich kennengelernt, sich sympathisch gefunden. Und es kam dann zu dieser Beziehung oder Lebenspartnerschaft, die bis zum Tatzeitpunkt angedauert hat.
Es war aber weder das Interesse meiner Mandantin und ich mutmaße mal auch nicht das Interesse vom Herrn Kachelmann, diese Beziehung in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber gleichwohl, es war keine geheime Beziehung. Für Kachelmann ist die Radiomoderatorin nicht die einzige Frau. Während der angeblichen Lebenspartnerschaft mit ihr heiratet er eine andere Frau, lässt sich wieder scheiden und gleichzeitig pflegt er noch eine Vielzahl weiterer Beziehungen parallel. Bei einigen ist auch Gewalt mit im Spiel. Eine Geliebte zum Beispiel erzählt dem Gericht, er habe sie massiv bedrängt. Auch andere berichten, er hätte Grenzen verletzt. Die Radiomoderatorin D. trifft er unregelmäßig. Im Jahr 2009 beispielsweise haben sie sich lediglich 10-mal getroffen. Für die Bunte verfolgt die stellvertretende Chefredakteurin Tanja May den Prozess. Sie hat sich intensiv mit Kachelmanns Verhältnis zur Ex-Geliebten D. auseinandergesetzt. Auch wenn man sich nicht täglich gesehen hat, war doch der Kontakt täglich da. Das beweisen ja auch diese 5, glaube ich, dicken, gefüllten Leitsordner, die die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht vorliegen hat, mit Chatprotokollen und E-Mail-Verkehr zwischen mutmaßlichem Opfer und Angeklagten. Und ja, angeblich, sie hat ihn geliebt. Sie hat geglaubt, sie sei die einzige Frau in seinem Leben. Also, wenn man sich mal vorstellt, als die Polizei ihre Wohnung dann durchsucht hat, er hatte bei ihr kein einziges Kleidungsstück. Er hatte keine Zahnbürste, keinen Rasierapparat, nichts. Sie wusste nicht mal die Adresse von ihm, wo er wohnt. Sie wusste nichts von ihm. Die einzige Spur von ihm war ein Foto, das am Kühlschrank klebte. Das war alles. Also 11 Jahre lang und so ein Mann, der ab und zu mal vorbeikommt, durchs Bett wandert und gleich wieder weg ist, das soll dann der Mann fürs Leben sein oder der Lebenspartner? Also ich meine, das muss man auch erst mal glauben. D. glaubt an die Liebe ihres Lebens, wie sie wortwörtlich formuliert. Kachelmann suggeriert ihr in seinen Chatbotschaften, sie sei für ihn die Einzige. Im November 2006 meldete ihr beispielsweise: Weil ich dir vertraue, weil du mir Sicherheit gibst, weil ich für dich versuchen möchte, dir ein Kind zu machen. Auch andere Frauen erhalten von Kachelmann ähnliche Botschaften. Die Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer verfolgt den Prozess für die Boulevardzeitung Bild. Ihr Urteil über Kachelmann steht fest. Für mich ist es keine moralische Frage, aber doch eine Frage auch der Menschenwürde, also wie man Frauen behandelt, Menschen behandelt, ob man eine Frau jahrelang in dem Glauben lässt, du bist die Einzige, ich werde dich heiraten, von dir möchte ich Kinder und dann gibt es da eine, zwei, drei, vier, ich weiß nicht wie viele. Da muss es schon einen gewissen Mangel oder eine Abwesenheit an Empathiefähigkeit geben. Also ein Mensch mit Mitgefühl tut das ja anderen ohne Not nicht an. Nicht? Wir sind alle Menschen und die meisten von uns kennen Konfliktsituationen in Beziehungen. Ja? Dass da vielleicht mal jemand anders ist, man fängt an zu schwindeln, man sagt sich, du lieber Gott, was machst du nur? Ja? So, da kann man reinkommen. Aber das hatte ja System und da geht es ja weniger um Gefühle, es geht ja offensichtlich um Macht. Klar ist, der erfolgreiche Wettermoderator führt eine Art Doppelleben mit mehreren Geliebten gleichzeitig. Sie waren sich eigentlich alle einig darin, dass es ein hochintelligenter Mann ist, Jörg Kachelmann, dass er wahnsinnig charmant sein kann. Und alle haben gesagt, er hat uns das Gefühl gegeben oder hat mir das Gefühl gegeben, ich bin die Schönste, die Besonderste, ich bin die einzige Frau in seinem Leben. Und im Nachhinein sagen die Frauen, vielleicht hat man mal was geahnt. Aber eigentlich wollte man es nie wahrhaben, weil es bestand ja jeden Tag Kontakt. Also die Frauen haben gesagt, er hat jeden Tag mehrfach angerufen, man hat gechattet, man hat E-Mail ausgetauscht. Teilweise hat man sich auch gesehen und hat auch immer wohl versucht, bei allen wichtigen Gelegenheiten dabei zu sein. Also sprich Geburtstag oder Silvester, solche oder Weihnachten. Das sind ja alles Dinge, die man mit seinem Partner macht. Und deswegen bestand für die Frauen eigentlich kein Grund daran zu zweifeln, dass diese Liebe echt sein soll. Was erwarten die Frauen von der Liebe? Was wird da hineingeheimnisst in eine Beziehung, die nur per SMS stattfindet oder in irgendwelchen E-Mails? Das ist mir ganz unbegreiflich, wie man da jahrelang sich da von Brotkrumen ernährt und tatsächlich auf eine Hochzeit wartet.
Da will man betrogen sein, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Jeder normale Mensch oder jede normale Frau hätte irgendwann die Nase voll gehabt, und zwar relativ rasch. Das waren ja eigentlich alles ganz eigenständige Frauen, oft Journalistinnen mit Berufen, selbstbewusste, attraktive Frauen. Es hat da offensichtlich ein System gegeben, diese Frauen glauben zu lassen, dass er sie braucht. Nicht? Wir haben ja auch einiges gehört, dass er mit Humor und auch mit Mitleid gearbeitet hat. Nicht? Und wissen Sie, auch dank der neuen Medien, diese permanente Präsenz und so kleine Tricks und ich will Kinder von dir und so. Irgendwie haben diese Frauen sich alle einlullen lassen. Und also ein Buch darüber, wie lulle ich Frauen ein? Ich glaube, das könnte ein Bestseller aus der Feder von Herrn Kachelmann werden. Er lädt am 2. Januar 2010, also rund einen Monat vor der umstrittenen Nacht, die Radiomoderatorin D. in das angeblich gemeinsam geplante Haus im Schwarzwald ein. Zurück in Schwetzingen plant sie die Inneneinrichtung. Sie mailt ihm: Haben wir, wenn mal alles fertig ist, dort auch Platz für ein Klavier? Ich denke, wir lassen oben einen Raum mit Badewanne und Waschbecken auf der rechten Seite und wohnen, schlafen, Klavierspielen links. Im Januar 2010 treffen sie sich dreimal. Jedes Mal hätten sie wunderbaren Sex gehabt, gibt D. später zu Protokoll. Meist war auch eine Spur Gewalt mit im Spiel. Peitschen, Handschellen, aber nie Messer. Das nächste Treffen ist auf den 8. Februar 2010 vereinbart. Die verhängnisvolle Nacht. Radiomoderatorin D. erhält von Kachelmann die Chatbotschaft: Du musst nichts zum Essen machen zur Zeitersparnis für unsere Hauptaufgabe. Mit Hauptaufgabe ist Sex gemeint. Doch in dieser Nacht endet die angebliche Lebenspartnerschaft abrupt. D. gibt später zu Protokoll, sie habe Jörg Kachelmann zur Rede stellen wollen, weil sie den Verdacht hegte, sie sei nicht die Einzige in seinem Leben. Da sei er zum Tier geworden und habe sie mit Einsatz eines Messers vergewaltigt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Mannheim erklärt später: Hierbei hat er nach dem Ergebnis unserer Ermittlungen der Geschädigten ein Messer an den Hals gehalten. Daher der Vorwurf der qualifizierten Tatbegehung, besonders schwere Vergewaltigung, in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, da durch den Messereinsatz auch Verletzungen entstanden sein sollen. Die Radiomoderatorin ist jetzt Anzeigeerstatterin. Kachelmann droht deshalb eine Gefängnisstrafe. Mindestens 5 Jahre Haft sieht das Gesetz vor. Wir haben Verletzungen im Halsbereich vorgefunden, die nach dem Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung durch den Messereinsatz hervorgerufen worden sein können und nach unserer Auffassung auch worden sind. Also nicht selbst beigefügt vom Opfer? Das schließen wir aus. Landgericht Mannheim. Auftritt des Rechtsmediziners Rainer Mattern. Er ist der Mann, der die Radiomoderatorin am Tag nach der angeblichen Vergewaltigung untersucht hatte. Auf ihn stützt sich die Staatsanwaltschaft mit ihrer Aussage, Selbstverletzung könne man ausschließen. Erneut gibt es eine Überraschung. Ich kann hier nicht beweisen, dass der angeklagte Kachelmann diese Verletzungen erzeugt hat, sagt Rechtsmediziner Mattern. Und ich halte es für möglich, dass Frau D. sich diese Verletzungen selbst beigebracht hat. Wieder anders, als die Staatsanwaltschaft behauptet hat. Obwohl Rechtsmediziner Mattern bereits in seinem ersten Gutachten schrieb, eine Selbstbeibringung wäre möglich. Die Staatsanwaltschaft hat es ignoriert. Der Sachverständige selber kann weder nachweisen, dass die Verletzungen fremd beigebracht sind, noch nachweisen, dass sie selbst beigebracht sind. Also sein Gutachten ist nach seiner Ansicht kein Baustein im Gebäude der Anklage. Dabei schien Kachelmann zuvor praktisch schon verurteilt. Wenigstens hatte man diesen Eindruck, wenn man deutsche Medien verfolgte. Doch der Reihe nach. März 2010. Jörg Kachelmann landet auf dem Flughafen Frankfurt.
zurück aus Vancouver, wo er für die ARD an den Olympischen Winterspielen das Wetter moderiert hatte. Eine weitere Geliebte wartet auf ihn. Sie gehen gemeinsam zu seinem Auto, parkiert auf Platz Nummer 29. Hier wartet die Polizei. Um 11.45 Uhr wird er verhaftet und ins Gefängnis Mannheim transportiert. Noch weiß die Öffentlichkeit nichts von der Verhaftung. Zwei Tage später informiert die Staatsanwaltschaft ohne Namensnennung. Trotzdem meldet wenig später das Boulevardblatt Bild, Kachelmann sei verhaftet worden. Es ist das erste von vielen weiteren Lecks bei den Justizbehörden. Wieder zwei Tage später. Der Haftprüfungstermin steht an. Überall Journalisten. Selbst auf den Fensterbänken haben sich Fotografen postiert. Es ist der Auftakt zu einem Medienspektakel. Der Voyeurismus, der kommt natürlich auch nicht zu kurz hier. Plötzlich erfährt man hier über einen Prominenten, was der für ein Leben, für ein Privatleben geführt hat. Nicht? Das hat man ja nie gedacht. Da ist ein netter Mensch auf dem Bildschirm, nicht? Der erzählt was über die Wolken und hat da lustige Ausdrücke dafür. Und plötzlich merkt man, hoppla, der ist ja eigentlich gar nicht so nett, sondern war ja ein ziemlich unsäglicher Typ eigentlich, nicht? Man hat ihn ja all die Jahre wahrgenommen als lieben, etwas schusseligen Wetteransager oder Wettermoderator, der gern auch über Blumenkohlwölkchen spricht oder sich eine Katze auf die Schulter hängt und einfach das recht amüsant immer gemacht hat. Und plötzlich soll dieser Mann eine Frau vergewaltigt haben. Und dieses, wie gesagt, das Auftreten von Herrn Kachelmann, seine nette, charmante Art und eben diese Schwere des Tatvorwurfs, die widersprechen sich ja total. Und ich glaube, deshalb ist die Öffentlichkeit und auch natürlich die Medien sind so interessiert an diesem Fall. Zuerst wird der Polizeiwagen so hingefahren, dass Kachelmanns Abtransport nicht zu sehen wäre. Langsam, wir fahren vor. Langsam. Dann wird er vor laufender Kamera umparkiert, damit gute Bilder gemacht werden können. Ich bin unschuldig, das ist alles, was ich im Moment sagen kann. Danke. Ist gar nichts dran an den Vorwürfen? Nein, ist gar nichts dran. Herr Kachelmann, wie geht's Ihnen denn? Jeder Mann kann in diese Situation geraten, in die Kachelmann geraten ist. Und vor allem, wenn er beim Fernsehen ist, da braucht es ja eigentlich nur eine Praktikantin, die ihn anzeigt und er ist erledigt. Jeder hat sich mal getrennt von jemandem, jeder hat mal Streit gehabt oder ist enttäuscht worden von seinem Partner. Und hier sieht man, wozu das führen kann, wie ein Mann eventuell in eine Falle tappt. Und dann macht sich natürlich an diesem Prozess auch der Graben klar, der zwischen den Geschlechtern verläuft. Also viele Leute nützen ja den Prozess auch für ideologische Botschaften. Und da sind wir wieder bei Frau Schwarzer, die natürlich ihre Ideologie in diesen Prozess hineinprojiziert, obwohl er wahrscheinlich damit gar nichts zu tun hat. Zurück nach Schwetzingen. Zurück zum 8. Februar 2010, dem Tag, an dem Kachelmann die Radiomoderatorin D. besucht. Am nächsten Tag wird sie der Polizei Schwetzingen den Verlauf so erzählen. Sie sei am Nachmittag vom Einkaufen zurückgekommen und habe Flugtickets gefunden, ausgestellt auf eine Frau und auf Kachelmann. Das Ganze sei im Briefkasten gelegen, dazu ein Zettel mit dem Inhalt »Er schläft mit ihr«. Diese Aussage ist eine Schlüsselstelle in der ganzen Geschichte. Der überraschend gefundene Brief mit den Tickets habe alles verändert, gibt sie zu Protokoll. Gab es in Kachelmanns Leben noch eine andere Frau? Sie habe beschlossen, ihn an diesem Abend zur Rede zu stellen. Kachelmann ist inzwischen in Schwetzingen eingetroffen. Er sagt später, sie hätten sofort Sex gehabt. Sie hingegen bestreitet. Unbestritten ist, Moderatorin D. zeigt ihm die Flugtickets und will ihn zur Rede stellen. Auszüge aus den Aussagen von D. Wer ist die Frau auf den Flugtickets? Kenne ich nicht, die sind gefälscht. Dann zeig mir deine Chatprotokolle von dieser Zeit. Nö, mache ich nicht. Moderatorin D. gibt später zu Protokoll. Da hat er angefangen zu reden, hat alles erzählt, dass es stimmt, dass er sie kennt und dass sie nicht die Einzige ist. Und dass er krank und verrückt ist. Ich habe dann gefragt, wie viele Frauen. Er hat nichts gesagt. Waren es mehr als fünf?
Nichts gesagt. Mehr als 10? Da hat er auch nichts gesagt. Da war mir klar, dass es zu viele sind. Ich hatte so einen Ekel und habe ihn gebeten zu gehen. Er soll sofort gehen, habe ich gesagt, und nie wiederkommen. Aber er ging nicht. Er habe sie gepackt und aufs Bett gestoßen, mit einem Messer verletzt und vergewaltigt. Falls die Anschuldigung stimmt, seiner Ex-Freundin, würde das ja heißen für diese Nacht, dass er sozusagen, dass ihm die Freundin aus dem Ruder gelaufen ist. Dass eine Frau, die bis dahin alles mitgemacht hat, sehr viel mitgemacht hat, die sich auch seinen sexuellen Vorlieben gebeugt hat und so weiter, dass die plötzlich sagt, hier halt und raus. Ja? Und wie reagiert dann so ein Mann? Kachelmann sagt den Ermittlern, er habe sich sofort verabschiedet. Sie hätten beide geweint. Am nächsten Tag sei er nach Vancouver abgereist. Im April 2010 publiziert Tanja May in der Bunten das erste Interview mit einer Ex-Freundin. Es ist die Frau, deren Namen auf den Flugtickets stand. Sie erhielt für das Interview 50.000 Euro. In der Bunten beklagt sie sich bitterlich über Kachelmann. Doch eine wichtige Information fehlt in der Zeitschrift, nämlich, dass die Ex-Geliebte seit langem von ihrer Nebenbuhlerin in Schwetzingen wusste. Sie selbst habe ihn darüber informiert, sagt Kachelmanns Verteidiger Birkenstock. Er handelt sofort und beantragt, den Laptop der Anzeigerstatterin D. zu untersuchen. Ganz kurz, warum ist, erst durch meine Interventionen ist die Polizei dann dazu gekommen, die IT-Auswertung vorzunehmen am Laptop der Anzeigerstatterin. Und das hat ja zu den erstaunlichsten Ergebnissen geführt, die in der Hauptverhandlung dann noch vorgetragen werden. Nämlich dazu, dass die Anzeigerstatterin in ganz wesentlichen Punkten bei der Anzeige falsche Angaben gemacht hat. In der Tat verändert sich danach vieles. Staatsanwaltschaft Mannheim, 20. April 2010. 2,5 Monate nach der Anzeige. D. wird erstmals mit der Laptop-Untersuchung konfrontiert. Frau D., könnte es sein, dass Sie nicht in allen Punkten die Wahrheit gesagt haben? Frau D. bestreitet, doch die Staatsanwaltschaft weiß bereits, dass sie lügt, aufgrund der Laptop-Analyse. Sie fragen nochmals, was am Nachmittag des 8. Februars passiert sei. Originalzitate aus der Vernehmung. Dann kam dieser Brief. Wann? Am 8. Februar. Frau D., Ihnen muss klar sein, dass dann, wenn es wieder nicht stimmt, Sie in Teufels Küche kommen. Aber es stimmt doch. Die Staatsanwälte insistieren. Wie war das mit dem Brief? Der war im Briefkasten. Wie war er im Briefkasten? Ich verstehe die Frage nicht. Gab es einen Umschlag? War der Brief verschlossen? Ja, zugeklebt. Wann haben Sie den Brief gefunden? Am Montag. D. wird immer wieder aufgefordert, die Wahrheit zu erzählen. Sie zieht sich schließlich mit ihrem Anwalt zur Beratung zurück. Danach erzählt sie eine ganz andere Version. Sie habe bereits über ein Jahr vorher die Flugtickets erhalten und von ihrer Nebenbuhlerin gewusst. Den Brief, er schläft mit ihr, habe sie selber geschrieben. Es sind fundamentale Punkte. Sie hat einen angeblichen anonymen Brief, der den Streit mit Kachelmann ausgelöst haben soll, der ja dann in diese Vergewaltigung geführt haben soll. Den hat sie sich selbst geschrieben. Also den anonymen Brief gab es nicht. Es ist zutreffend, dass meine Mandantin zwei nicht in der Hauptsache und nicht den Tatvorwurf betreffende Angaben von sich aus korrigiert hat. Das war bereits im April, wo das geschehen ist gegenüber der Staatsanwaltschaft, war also für uns überhaupt nichts Neues. Dass jetzt in der Presse das so dargestellt wurde, gut, das ist die Sache der Presse. Es hat aber für die Anklageerhebung, für die Glaubhaftigkeit meiner Mandantin bei der Staatsanwaltschaft hier offensichtlich keinerlei Rolle gespielt. Ihr wurde es aus der Nase gezogen. Es gab Gegenbeweise und mit denen wurde sie konfrontiert. Und dann hat sie das bröckchenweise eingeräumt und auch nicht gleich und alles auf einmal, sondern ganz langsam nacheinander und nur das, womit sie konfrontiert war. Also niemand hat ihr einen anonymen Brief geschrieben. Sie selbst hat sich Post geschickt und hat damit dann erst Herrn Kachelmann getäuscht, der das ja geglaubt hat und später eben dann die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Trotzdem spielt die Aussagekorrektur für die Staatsanwaltschaft kaum eine Rolle. Sie erachtet, die Moderatorin,
nach wie vor als glaubwürdig. Das Opfer ist mehrfach vernommen worden und hat im Kernbereich, wo es um die Tatvorwürfe geht, in sich stimmig und plausibel seine Aussage aufrecht erhalten. Wir haben keinen Anlass, an der Glaubwürdigkeit des Opfers zu zweifeln. Sie hatte offensichtlich das Gefühl, gegen Kachelmann nicht anzukommen, argumentativ. Ja, und hatte sich das alles so aufgebaut. Hier hat mir aber jemand einen Brief geschickt und guck mal und so weiter. Also sie hat ihn mit Beweisen konfrontiert, ja, weil sie offensichtlich alleine gar nicht stark genug war, dagegen anzukommen. Das ist unangenehm und ich finde es auch sehr unangenehm, dass sie das bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft erstmal aufrechterhalten hat. Aber sehen Sie mal, dieser eine dunkle Punkt, den die Sympathisanten von Kachelmann, die anscheinend von Anfang an wussten, dass er unschuldig ist, was ich unverantwortlich finde, unverantwortlich auch der Frau gegenüber, die Sympathisanten von Kachelmann hören nicht auf, darüber zu reden. Aber sie könnten auch mal erwähnen, dass der Angeklagte offensichtlich in einem pathologisch anmutenden Gespinst von Betrug und Lüge mit Menschen lebt. Fakt ist, die Flugtickets, Auslöser des Streits, besaß D. schon Monate vor der umstrittenen Nacht. Und sie wusste ein Jahr vorher, dass Kachelmann noch mindestens eine andere Beziehung hatte. Es gibt ja eine Aussage von dieser Frau in den Akten, wo sie sagt, er hat mich kaputt gemacht und jetzt mache ich ihn kaputt. Ja, also ihr Rachemotiv. Und dann darf man eines nicht vergessen, es sind beides Menschen, die erst aus den Medien kommen. Ja, auch sie ist ja eine Medienfrau, sie ist bei einem Radiosender beschäftigt. Auch sie hat gelernt, sich auszudrücken und sich darzustellen oder in ihrer Stimme oder in ihrer Art und Weise, wie sie etwas vorträgt, über die reine Aussage hinaus noch etwas zu transportieren. Das können beide. Von dieser Aussagekorrektur bei der Staatsanwaltschaft bekommt die Öffentlichkeit zunächst nichts mit. Im Gegenteil, in diesem kritischen Moment erhalten deutsche Medien die Meldung zugespielt, am Messer seien die DNA-Spuren von Jörg Kachelmann gefunden worden. Als die Frau Nebenklägerin in einer staatsanwaltlichen Vernehmung zugeben musste, in einigen Bereichen nicht die Wahrheit gesagt zu haben, sondern bewusst die Unwahrheit gesagt zu haben, hat die Staatsanwaltschaft, sie hat bestritten, es getan zu haben, aber es hieß, aus Ermittlerkreisen sei bekannt geworden, am angeblichen Tatmesser seien DNA-Spuren zu finden. DNA-Spuren, weiß jeder aus jedem Krimi, ist die Überführung. Aber es war eine Falschmeldung. Der zweite Verteidiger von Kachelmann versuchte damals herauszufinden, wer die Falschmeldung streute. Ich habe irgendwann den ermittelnden Staatsanwalt angerufen, weil ich in der Zeitung gelesen habe, etwas von angeblichen DNA-Spuren an einem Messer. Das war uns komplett unbekannt. Ich habe ihn dann angerufen, gefragt, was ist das für eine Information. Er sagte mir, das hat er selber noch nicht schriftlich in der Akte, aber seine Kriminaltechniker, seine Ermittler, hätten ihm das schon telefonisch mitgeteilt. Die Verteidigung hat erlebt, dass in dieser Sache die Staatsanwaltschaft die Medien gegen Herrn Kachelmann eingesetzt hat. Das hatte den Effekt, dass es zu einer Vorverurteilung von unserem Mandanten kam. Das heißt, die Öffentlichkeit ging davon aus, er ist schuldig, er hat diese Tat begangen. Ein Leck mit einer nachweislich falschen Meldung. Und das ausgerechnet zum Zeitpunkt, als die Staatsanwaltschaft realisiert, die Aussage der Radiomoderatorin steht auf wackeligen Beinen. Wer hat ein Interesse daran? Die Staatsanwaltschaft weist jede Schuld von sich. Wir haben uns da von Anfang an beschränkt auf eine relativ zurückhaltende Medienpolitik und das haben wir auch durchgehalten. Und von wem kommen denn diese Informationen? Nicht. Wer lässt sowas bröckchenweise rausnässen? Die Staatsanwaltschaft, die Verteidigung? Das weiß ich nicht. Aber Sie sind es nicht? Nein. Landgericht Mannheim. Ein weiterer Prozesstag. Im Foyer sitzt Professor Brinkmann. Er hat im Auftrag der Verteidigung die Verletzungen von Radiomoderatorin D. untersucht. Professor Brinkmann ist einer der angesehensten Rechtsmediziner in Deutschland. Ein Mann von untadeligem Ruf und großer, riesiger Erfahrung. Er ist der Einzige, der international tätig wird und auch international veröffentlicht. Und er ist der Herausgeber mehrerer internationaler rechtsmedizinischer Schriftreihen.
Professor Brinkmann sagt vor Gericht, er habe versucht, sich selber ähnliche Verletzungen beizufügen. Zuerst erläutert er die Halsverletzung, die D. hatte. Angeblich eine Schnittwunde, verursacht durch Kachelmanns Messereinsatz. Brinkmann sagt, eine Schnittverletzung sehe anders aus. Hier handle es sich vielmehr um eine Schürfwunde, die nicht mit einer Messerklinge entstanden sein könne. Dann analysiert er die Hämatome an den Oberschenkeln. Die habe sich die Radiomoderatorin wohl mit den Fäusten selber beigefügt, lautet sein Fazit. Und zum Beleg für Selbstbeibringung verweist er unter anderem auf eine Aufnahme, die sich auf ihrem Computer fand. Entscheidend war, finde ich, dass man ja auf dem Computer der Frau ein Foto gefunden hat, ein Jahr altes Foto. Da hatte sie auch so einen blauen Fleck am Oberschenkel, also nur an einem, aber immerhin auch gleiche Lage, gleiche Größe in etwa. Und sie hat einmal gesagt, sie weiß nicht, wie das entstanden ist. Und einmal hat sie gesagt, das war ihr kleiner Neffe, der hat beim Toben sei das entstanden. Also unwahrscheinlich eigentlich, aber auf die Frage, warum sie das fotografiert hat, ja, weil sie am Verlauf von so blauen Flecken interessiert sei. Also ich weiß, ich kenne niemanden, der bei sich selbst blaue Flecken fotografiert, aber gut. Jedenfalls Brinkmann hatte große Zweifel geäußert, dass das tatsächlich Spuren sind von einer Vergewaltigung, sondern hatte eine Selbstbeibringung für wahrscheinlicher gehalten. Gefängnis Mannheim, 29. Juli 2010. Seit rund 4 Monaten sitzt Kachelmann jetzt in Untersuchungshaft. Sein Verteidiger hat mehrmals dagegen appelliert, unter anderem gestützt auf das gefundene Foto und das Fazit Brinkmanns. Schließlich entscheidet das Oberlandesgericht Karlsruhe, die Vorwürfe gegen Kachelmann seien nicht genügend, um ihn weiterhin zu inhaftieren. Er wird gleich aus der Untersuchungshaft freikommen. Deshalb sind all die Reporter da. Ja, servus. Stehen bleiben. Herr Kachelmann, wie fühlen Sie sich? Ein kurzer Satz von Ihnen, bitte. Herr Kachelmann wird heute keine Erklärung abgeben. Ich als sein Verteidiger erkläre, dass Sie natürlich Genugtuung empfinden wegen dieses klarstellenden Beschlusses des Oberlandesgerichts vom heutigen Tage. Mit dem Beschluss ist die Unschuldsvermutung wieder auferstanden in diesem Verfahren und die Rechtsstaatlichkeit ist zurückgekehrt. Dass da recherchiert wurde in Kachelmanns Privatleben und dass da seine gesamte Persönlichkeit runtergeschrieben wurde und da irgendwelche Feinde befragt wurden, die ihn alle irgendwie scheiße fanden. Da machen die Zeitungen Geld damit. Mit der Beschädigung des Herrn Kachelmann wird verdient. Ich finde das sensationell bodenlos und eine wirkliche, eine üble Entwicklung in der Medienlandschaft. Füße weg, er fährt. Füße weg. So, Alter, wir werden hier ein Sprett, Alter. Ja, es ist ein seltsamer Prozess. Das fängt schon an damit, dass am Anfang nicht die Hauptzeugin gehört wurde, also die Frau, die Kachelmann belastet, sondern dass man angefangen hat mit einer ganzen Reihe von ehemaligen Freundinnen von ihm, die alle eigentlich zu der Tat ja nichts sagen können. So entstand eine Situation, dass man durchaus den Eindruck gewinnen konnte, das Gericht lässt sich jetzt erstmal erzählen, was der für ein unsolides Liebesleben geführt hat, um dann einen recht schlechten Eindruck von ihm zu haben. Also das war ungewöhnlich und auch sehr unschön. Zeichnungen der Ex-Geliebten, die mit Fotos in der Zeitschrift Die Bunte auftraten. Dafür erhielten sie von dieser Illustrierten Honorare zwischen 4.000 und 50.000 Euro. Das machen alle großen Magazine in Deutschland, alle großen Zeitungen, das ist absolut üblich. Das macht auch der Spiegel, das macht auch der Stern, das macht die Bild-Zeitung, die Bild am Sonntag. Also das ist ganz klar. Und wenn wir Geld gezahlt haben, dann haben wir das nicht gemacht, um die Frauen zu manipulieren, was sie uns erzählen sollen, sondern es ging dann wirklich darum, dass man gesagt hat, okay, die Frau lässt sich fotografieren. Das hat ja auch ein paar Stunden gedauert, bis diese Fotos entstanden sind. Wir haben die Frauen abgedruckt in Bunte. Wir sind Europas führendes People-Magazin. Das heißt, europaweit kann jeder sehen, ach, die war mit Kachelmann zusammen. Das war eine der Hauptfrauen von Kachelmann. Und daran ist auch überhaupt nichts Verwerfliches.
Alle kommen aus dem Loch, alle kommen aus dem Grab. Nicht? Da heben sich die Grabdeckel und da kommt auf einmal eine Geliebte nach der anderen, die auch noch was weiß und die auch noch einen Groll hat aus alten Tagen. Ich frage mich, was das soll. Und wenn Kachelmann hier so war, wieso hat er dann die Tat begangen? Also das sind alles Zusammenhänge, die da hergestellt werden, die sich für mich nicht ohne weiteres als sinnvoll zeigen. Trotz den Zeitungsauftritten verlangen die Ex-Geliebten, die Öffentlichkeit müsse bei der Gerichtseinvernahme ausgeschlossen bleiben. Also das ist also wirklich ein Witz. Man hat den Eindruck, der Ausschluss der Öffentlichkeit oder diese Möglichkeit, dass ein Zeuge alleine vor Gericht aussagt, der dient heute weniger dem Schutz seiner Intimsphäre oder seiner Persönlichkeitsrechte, sondern eher dem Schutz der Exklusivrechte von Fernsehsendern oder Illustrierten. Naja, es ist kein Widerspruch, weil die Frauen haben natürlich in Bunte nur einen Bruchteil dessen erzählt, was sie vor Gericht erzählt haben. Also wir haben ja wirklich, das hat ja teilweise 8-9 Stunden gedauert, die Vernehmung der Frauen vor Gericht. Das können wir ja gar nicht abdrucken. Und diese ganzen sexuellen Details, die die Frauen erzählt haben, die haben wir gar nicht gedruckt. Also deswegen ist es schon natürlich auch verständlich, dass die Frauen darum gebeten haben, nicht öffentlich auszusagen. Das Gericht arbeitet nach dem sogenannten Unmittelbarkeitsprinzip. Das heißt, es ermittelt nochmals alles von A bis Z. Alle Beteiligten müssen erscheinen und werden nochmals einvernommen. Doch ihre Aussagen werden nicht protokolliert. Und weil die Verhandlung in diesem Fall sich über Monate hinzieht, verblasst oft die Erinnerung an die ersten Zeugenaussagen. Was ein Zeuge, ein Angeklagter oder sonst wer in der Hauptverhandlung sagt, wird in Deutschland nicht protokolliert. Also wird nicht von Amts wegen protokolliert. Natürlich schreibt jeder mit, manchmal jeder was anderes. Und es wird nicht aufgezeichnet. Das ist ein großes Problem, vor allem, wenn man sich dann hinterher anguckt, was in den Urteilen drin steht. Die deutschen Verteidiger fordern seit Jahren eine Protokollierung von Hauptverhandlungen. Ich weiß nicht, warum das in Deutschland so ein Problem ist. Es öffnet aber große Lücken für Fehlurteile. Nach dem Auftritt der Ex-Geliebten hört das Landgericht Mannheim jetzt die Anzeigeerstatterin D. an. Was sie genau sagt, erfährt die Öffentlichkeit nicht. Sie ist ausgeschlossen. Das Gericht befragt die Radiomoderatorin D. insgesamt während 4 Tagen. Und offenbar äußerst gründlich. Für Verteidiger Birkenstock wird ein Freispruch immer wahrscheinlicher. Die gründliche Befragung führt die Wahrheit zutage. Mit jeder Stunde ihrer Vernehmung bin ich zuversichtlicher. Meines Erachtens hat die Vernehmung der Anzeigerstatterin uns unserem Ziel der Rehabilitierung des Herrn Kachelmann sehr viel näher gebracht. Doch wenig später entlässt Kachelmann seinen Verteidiger. Also nach meinen Informationen hat der erste Verteidiger noch an dem Samstag oder Anträge geschrieben für den nächsten Verhandlungstag und dann hat er eine SMS bekommen, er kann seine Arbeit einstellen. Ich gehe davon aus, dass es dafür sehr ernsthafte Gründe gibt. Ich gehe davon aus, dass Herr Kachelmann mit einer Verurteilung rechnet. Es kann keinen anderen Grund geben, im letzten Drittel eines Prozesses so dramatisch den Anwalt zu wechseln. Es ist so gewesen, dass Herr Birkenstock insofern recht hatte, als die Faktenlage ja für eine Verurteilung nicht gut war. Insofern war der Optimismus schon nachvollziehbar. Aber was er nicht gesehen hat, war, dass diese Faktenlage keinerlei Eindruck macht auf das Gericht. Das Problem war, dass offensichtlich es eine Wahrnehmungsdifferenz gab zwischen der Verteidigung und dem Gericht. Aber wie die Verteidigung die Sache sieht, darauf kommt es nicht an. Denn die Verteidigung ist nicht am Schluss für das Urteil verantwortlich. Eine Vermutung, vielleicht schätzt der Angeklagte seine Situation nach dem Stand der bisherigen Beweisaufnahme realistischer ein, als dass seine bisherigen Verteidiger, zumindest in der Öffentlichkeit, publiziert haben. Ich weiß es nicht, wäre aber eine naheliegende Erklärung. Zu dem Zeitpunkt des Verteidigerwechsels wurde ja klar, dass noch weitere Ex-Geliebte geladen werden, dass sich die Verhandlung noch bis weit ins nächste Jahr hineinziehen würde. Das hat offensichtlich Herrn Kachelmann beunruhigt. Es war ja an den Maßnahmen des Gerichts erkennbar,
dass hier jetzt kein Ende in Sicht ist, sondern dass jetzt weiter verhandelt werden wird und dass das auf eine Verurteilung zuläuft. Das ist der neue Mann, der ihn jetzt verteidigen soll. Johann Schwenn aus Hamburg. Haben Sie überhaupt Zeit, sich in der kurzen Zeit einzuarbeiten? Darauf können Sie mich verlassen. Wie wirkt denn Ihr Mandant heute aus Sie? Was ist das denn für eine blöde Frage? Ich bitte Sie. Gehen Sie in den Sitzungssaal und gucken Sie sich ihn an. Und nachher kriegen Sie ein bisschen was gesagt. Herr Vorsitzender, falls der Eindruck entsteht, wir legen da keinen Wert auf, dass Sie ausgedehnt fotografiert werden. Seit der neue Anwalt, Herr Schwenn, das übernommen hat, hat er den Gerichtssaal in einen wirklichen Rummelplatz verwandelt und scheint es für das Richtige zu halten, allen gegenüber, Gericht, Gutachtern, Medien, eine Demonstration der Stärke zu machen. Also hier tritt ein Mann auf, der alles besser weiß, der äußerst arrogant ist und der alle einschüchtert, zu meinem Entsetzen scheinbar auch das Gericht. Er versuchte, dieses Gericht aufzuwecken oder zu sensibilisieren eben für diese ganzen Falschaussagen, indem er eben auf die in die Konfrontation gegangen ist. Er hat sich mit allen angelegt, ob das dienlich ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, bei diesem Gericht, das ist so mein Eindruck, es ist egal, was man macht. Die machen ohnehin ihren Stiefel. Ob man noch irgendwie im Gespräch bleibt oder ob man Krieg ausruft, die sind irgendwie völlig schmerzfrei. Die Richter lassen sich nicht in die Karten blicken. Freispruch oder Verurteilung? Beides ist möglich. Inzwischen hält der neue Stil von Verteidiger Schwenn Einzug. Er hat Alice Schwarzer vorladen lassen, weil er ihr vorwirft, sie hätte Kontakt zu einem Zeugen gehabt. Das ist verpönt. Der Verteidiger beschäftigt sich sehr wenig mit der Sache, die zur Debatte steht, vielmehr zu Gericht steht, nämlich eine ernste, die Frage, ob jemand vergewaltigt worden ist und mit Tode bedroht worden ist. Und er macht sehr viel Klamauk. Ich glaube, das nutzt niemandem. Und es wäre schön, wir kämen wieder zur Sache. Abschließende Frage noch. Das Publikum war ganz, ganz, ganz aufgeregt. Ja, wo ist die Schwarze, die Schwarze, die Schwarze? Die Journalisten draußen vor der Tür, die Fernsehleute, alle nur die Schwarze, die Schwarze. Was tatsächlich an dem Tag passiert ist, nämlich diese Aussagen der Rechtsmediziner, die entscheidend waren für diesen Prozess, das ist überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden. Das war alles Nebensache. Es ist der Auftritt von Professor Markus Rothschild, Rechtsmediziner aus Köln, Gutachter der Verteidigung. Er vergleicht die Aussage der Anzeigerstatterin mit ihren Verletzungen. Die Messerklinge kann diese Halsverletzung mit Sicherheit nicht verursacht haben, sagt Rothschild. Die Verletzung könnte mit einer Feile oder mit einem Seil verübt worden sein, also ganz anders als geschildert. Rothschild weiter? Sie sagt, sie habe den Angeklagten mit den Händen abgewehrt, doch am Oberkörper sind keine Abwehrverletzungen zu finden, dafür Hämatome an den Oberschenkeln. Wenn aber die Tat so abgelaufen ist, wie sie sagt, können diese nicht von Kachelmanns Knien stammen, er ist anatomisch zu groß. Und dann kam eben Rothschild und hat ein glasklares Gutachten gemacht. Also das war für mich, also mir ist fast das Herz aufgegangen, dass es noch so Rechtsmediziner gibt, die so klar und nachvollziehbar Befunde analysieren. Es war absolut überzeugend und unterm Strich eben, es kann nicht so gewesen sein, wie die Frau das gesagt hat. Anschließend tritt der nächste Gutachter der Verteidigung auf. Er hat sich auf die Analyse von Verletzungen spezialisiert, die sich Personen selbst beibringen. Professor Klaus Püschel aus Hamburg. Im Jahr 2009 habe sein Institut 132 Fälle sexueller Gewalt untersucht, sagt Püschel. Das Ergebnis sei, dass rund ein Drittel der angezeigten Verletzungen selbst beigebracht seien. Auch die Hämatome von D. würde er aufgrund seiner Erfahrung in die Kategorie selbst beigebracht einordnen. Püschel weiter? Noch viel deutlicher ist das bei den Schnittverletzungen am Bauch von D. Für mich ist klar, den Kratzer hat sie sich selbst beigebracht. Sie hat einen, also am Bauch so einen Kratzer, oberflächlichen Hautkratzer, der aus zwei ziemlich parallelen Spuren besteht. Und er sagt, das kennt man von Leuten, die sich ritzen, die einmal runterfahren und einmal hochfahren, ja, mit einem Messer, leicht. Die Ritzer auf der Haut hätten bei einem dynamischen Tatgeschehen
anders aussehen müssen als, wie er sagte, wie ruhig mit ruhiger Hand gemalt. So wirkten die auf ihn. Und die gewaltigen Hämatome an den Innenseiten der Oberschenkel hätten wahrgenommen werden müssen von der Nebenklägerin während der Vergewaltigung. Solche gewaltigen Hämatome, die tun sehr weh bei der Herstellung und da weiß man sehr genau, wo die herkommen. Also man fragt sich natürlich, wenn sie sich die Verletzung wirklich selbst zugefügt haben soll, mit welcher Intensität ist das passiert? Und kann man da wirklich so abgebrüht sein, dass man dann wirklich diesen Mann eben anklagt einer Vergewaltigung? Püschel hat also sehr schön nachweisen können, dass das seiner Auffassung oder seiner Überzeugung nach Selbstbeibringung ist. Ja, und damit, dann habe ich mir gedacht, ja, also was haben wir denn? Nichts. Nichts. Wir haben eine schlechte Aussage der Frau, wir haben rechtsmedizinische Befunde, die auf eine Selbstverletzung hindeuten. Wir haben ein Tatwerkzeug, an dem keine Spuren dran sind oder zumindest nicht die Spuren, die man erwarten müsste. Ja, was wollen wir denn, was braucht man denn eigentlich noch? Der Tag ist eine Niederlage für die Staatsanwaltschaft. Staatsanwalt Oldrogge will nicht vor der Kamera sprechen. Im Gerichtssaal sagt der Journalisten, dass er das alles zuerst verdauen müsse. Also es ist immer noch 50-50, man weiß jetzt nicht in die eine Richtung, in die andere Richtung. Deswegen ist dieser Fall natürlich auch so spannend, weil man, es ist natürlich sehr spannend, wie wird das Urteil ausfallen? Also glaubt die Kammer dem mutmaßlichen Opfer oder sagt man Freispruch mangels Beweisen? Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, was noch alles passieren soll oder was noch alles zusammenbrechen soll, bis die Staatsanwaltschaft endlich mal sagt, ja, wir haben es versucht, aber es ging halt nicht. Und hier haben wir den Fall, wo wirklich, also ich fasse es nicht. Ich weiß nicht, wie man hier mit diesen Beweisen oder diesen Befunden, die sind ja keine Beweise, sondern Befunden, mit diesen Befunden, wie man da einen Menschen verurteilen will. Also schleierhaft. Von diesem Prozess geht, unabhängig von der Schuld von Kachelmann oder nicht Schuld, ein fatales Signal der Einschüchterung für Opfer aus. Und das wird eben von einer hemmungslosen, selbstgerechten, aggressiven Verteidigung, wie die von Schwen, der ohne jeden Respekt für alle anderen Beteiligten ist, der nur powert und mit Macht seine Sache durchkriegen will, wird das verschärft, dieses Signal. Die Geschichte ist ja die, dass es eine Aussage gibt, die nicht viel wert ist. Es gibt eine Vergewaltigungsaussage, die nicht viel wert ist. Es gibt keine Spuren, die darauf hindeuten, dass diese Aussage zutrifft. Es gibt kein Geständnis. Eigentlich gibt es gar nichts. Es gibt rechtsmedizinische Gutachten, die sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Nebenklägerin sich die Verletzungen selbst zugefügt hat. Ja, und dann wird trotzdem immer weiter prozessiert. Ich frage mich, warum? Wann das Gericht das Urteil fällt, ist offen. Im Moment geht es von einem Termin Ende Mai aus.